Hallo, ich bin Anja von Kit 5 und ich nehme mit euch heute unser Wickeljäckchen. Das ist ein ganz tolles, einfaches Schnittmuster. Hinter mir seht ihr schon einige dieser Exemplare. Ist ein einfaches Schnittmuster für ein Babyjäckchen, das seitlich mit Druckknöpfen geschlossen wird oder mit einem Bändchen. Dieses Schnittmuster ist ganz einfach zu nähen. Auch für Anfänger ist das ein ganz schönes Projekt. Das Schnittmuster bekommt ihr bei uns auf unserer Seite, Kit 5, als E-Book. Dort könnt ihr euch alle Schnittmusterteile laden, ausdrucken und auch zusammenkleben. Das habe ich für euch schon mal erledigt. Hier sind alle Teile, die ich brauche für mein Wickeljäckchen. Wenn ihr keine Lust habt auf Kleben, bekommt ihr dieses auch bei uns als Papierschnittmuster. Da ist eine Kurzanleitung dabei und alle Schnittmusterteile zum direkten Ausschneiden. Das Wickeljäckchen könnt ihr nähen aus einem schönen Jersey-Stoff oder aus Sweat. Ich habe mich hier für Jersey entschieden. Und zwar als Grundstoff haben wir hier diesen Stern-Jersey. Wichtig ist, dass der Stoff dehnbar ist, den du verwendest. Dann brauchen wir Bündchenware. Diese liegt immer im Schlauch. Die ist für die Ärmelbündchen. Und dann gibt es hier diesen langen Bündchenstreifen, der einmal rund um den Ausschnitt genäht wird. Diesen schneide ich hier aus einem schönen Interlock-Jersey zu. Dieser ist ein bisschen fester als ein einfacher Single-Jersey und die Druckknöpfe halten ganz toll. Weiter nehmen wir heute die Variante, die mit Druckknöpfen geschlossen wird. Hier habe ich nochmal passende Druckknöpfe in rosa. Ich verwende am liebsten Metalldruckknöpfe, diese sind deutlich langlebiger. Gerade Babykleidung wird sehr oft gewaschen und diese halten fast jeder Wäschestand. Tja, dann fangen wir an mit Zuschneiden. Einiges habe ich für euch schon erledigt. Ich schneide gerade das Rückteil zu. Dieses wird als einziges Schnittmusterteil im Stoffbruch zugeschnitten. Das heißt, dass wir den Stoff hier einmal in der Mitte falten. Unser Schnittmuster auflegen, direkt umzeichnen. Bei allen Kit 5 Schnittmustern ist immer die Nahtzugabe und auch die Umschläge der Saumkanten schon enthalten. Also ihr schneidet einfach direkt um das Schnittmuster herum. Ich habe mir das mit einem Trickmarker markiert. Dieser verschwindet nachher bei der Wäsche. Fertig ist unser Rückteil. Alle Schnittmusterteile sind nun zugeschnitten. Eben unser vorbereitetes Rückteil im Stoffbruch. Hier ist das Vorderteil. Da schneidet man eins von rechts und eins von links zu, weil diese sich später überschneiden. Dann unsere zwei Ärmel. Einmal von rechts, einmal von links. Zwei Ärmelbündchen und dieses nennt sich das lange Bündchen. Das ist ein ganz langer Streifen. Dieses Teil findet ihr nicht als Schnittmuster auf Papier, sondern die Maße findet ihr in der Tabelle und ihr seht schon, das ist ganz schön lang. Das ist der Streifen, mit dem nachher der Ausschnitt eingefasst wird. Gleich wollen wir anfangen zu nähen. Vorher stecken wir uns die Partien, die gleich genäht werden, fest. Ich benutze hier dazu Wonder Clips. Ihr könnt aber genauso gut auch Stecknadeln verwenden. Und zwar habe ich hier beide Ärmelteile an das Rückteil gesteckt. Und zwar seht ihr auf dem Schnittmuster einmal den Ansatz am Rückteil. Das ist die längere Naht am Ärmel an der Seite. Diese trifft auf die seitliche Naht am Rückteil. Ich nähe jetzt hier mit der Overlock-Maschine. Wenn du keine Overlock-Maschine hast, kannst du das auch mit einer ganz normalen Nähmaschine nähen. Wenn du möchtest, kannst du danach die Saumkanten noch verketteln mit einem Zickzackstich.
die zwei Ärmel am Rückteil befestigt. Nun kommen die seitlichen Ärmelnähte des Vorderteils dazu. Und zwar seht ihr hier diese kleine gerade Kante, da wird der Ärmel angeschlossen. Diese lege ich wieder rechts auf rechts auf den Ärmelansatz Vorderteil. Jetzt wird diese gesteckte Partie vom Ärmel und vom Vorderteil einmal zusammengenäht. Jeweils auf beiden Seiten. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt stecke ich mir die Seitenpartie und zwar vom Ärmel bis zum Saum unten. Und dazu klappe ich das Ganze jetzt so übereinander und lege das ganze Jäckchen rechts auf rechts zusammen. Nun stecke ich mir die Partie vom Ärmelende bis zum unteren Saum. Ich habe mir jetzt beide Seiten gesteckt und nun nähen wir die Naht vom Ärmelende bis zur Saumkante in einem durch. Jeweils auf beiden Seiten. Ich wende mein Jäckchen jetzt auf die rechte schöne Seite. So sieht das nun aus. Und bereite mir den Streifen für das lange Hühnchen vor. Diesen bügele ich jetzt gleich einmal der Länge nach in der Mitte und nähe den an den Ausschnitt. Den langen Bündchenstreifen habe ich jetzt in der Mitte gefaltet und einmal übergebügelt. Ich schneide diesen immer etwas länger in ganzer Stoffbreite zu und vernähe den gleich der Länge nach. Im Schnittmuster findet ihr aber auch eine ungefähre Zentimeterangabe, wie viel ihr zuschneiden müsst. Dieser wird jetzt einmal um die Rundung und den ganzen Halsausschnitt von rechts an das Jäckchen genäht. Dabei ist es so, dass ich in den Geraden hier vorne den Streifen ganz locker aufnähe und wenn ich an diese Rundung hier vorne bis zum Halsausschnitt komme, gebe ich ein bisschen Zug auf den Bündchenstreifen beim Nähen. Das heißt, ich ziehe beim Nähen den Streifen ein bisschen in die Länge. Bündchenstreifen ist jetzt festgenäht und ihr seht, das kringelt sich hier noch ordentlich, gerade weil wir hier oben in der Rundung ein bisschen Zug auf das Bündchen gegeben haben. Jetzt zupfe ich mir das so ein bisschen gerade und ihr seht, der Halsausschnitt kommt schön rund dadurch raus. Jetzt ist es wichtig, dass ihr das Ganze ordentlich überbügelt, gerade den Bündchenstreifen. Wer möchte, kann sich jetzt diese Nahtzugabe, die hier hinten liegt, noch auf der Vorderseite mit einem einfachen geraden Strich abstecken. Ich habe mir jetzt die untere Saumkante mit der Overlock einmal versäubert
Das ist nicht unbedingt notwendig, da Jersey und Sweat nicht aufribbeln. Und gleich werde ich diese 1,5 bis 2 cm nach innen umschlagen und bügeln. Und dann können wir den unteren Saum schon nähen. Den nähe ich hier mit der ganz einfachen Nähmaschine mit einem geraden Strich. Wenn möglich flexibel, das wäre ganz schön. Du kannst dafür aber auch eine Coverlock-Maschine nutzen oder eine Zwillingsnadel. Ich habe das Wickeljäckchen jetzt am unteren Saum schon gesteckt und gebügelt. Ich nehme hier 1,5 cm, da ich ein ganz kleines Jäckchen mache. Wichtig ist es, dass du genau am Ende, wie bei einem Briefumschlag, die Kanten ein wenig einschlägst. Ich lege meine Ärmelbündchen jetzt rechts auf rechts zusammen und stecke diese zum Ring. Gleich nähe ich einmal diese Partie hier unten. Ärmelbündchen werden jetzt einmal in der Mitte gefaltet, so, links auf links, sodass die rechte schöne Seite mit der schönen Nahtseite zu sehen ist. Jetzt krempel ich einmal mein Jäckchen wieder auf die linke Seite. Und stecke mir die Ärmelbündchen in den Ärmel. Wichtig ist dabei, dass die Nahtkanten direkt aufeinander liegen. Beide Ärmelbündchen sind jetzt an den Ärmel genäht. Jetzt wird das Jäckchen wieder auf rechts gedreht. Und das sieht schon richtig nach Wickeljäckchen aus. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, sind die Druckknöpfe. Hier habe ich mir meine Druckknöpfe schon vorbereitet. Ich verwende hier 3 Druckknöpfe. Man kann aber auch mehr nehmen, wenn man möchte. Auf diesen Jäckchen sind jeweils außen 2 Druckknöpfe angebracht und noch einmal hier auf der Innenseite am Druckknopfbügel. Diesen schneiden wir uns jetzt nochmal zu. Ich nehme dafür den gleichen Interlock Jersey, den ich auch für das lange umlaufende Bündchen genommen habe. Das ist dieser kleine Bügel, den wir hier innen auf die Seitennaht nähen. Wichtig ist es, dass dieser direkt auf der Höhe ist von dem Knopf, den wir hier später auf dem Streifen applizieren. Ich stecke mir den Druckknopfbügel jetzt einmal mit einer Stecknadel auf die Seitennaht. Circa 1 oder 1,5 cm unter den Ärmelnaht. Den Druckknopfbügel habe ich jetzt direkt auf die innere Seitennaht genäht, hier unter das Ärmelloch. Wenn ihr möchtet, könnt ihr den im Verlauf noch ein kleines bisschen kürzen.
Jetzt lege ich das Jäckchen so vor mich hin und klappe die Seite, die als erste innen liegen soll, auf das Rückteil und lege den Druckknopfbügel hier drüber. Das wird die Stelle sein, genau wo die zwei Knöpfchen aufeinandertreffen. Ich markiere mir jetzt mit meinem Trickmarker zwei Punkte auf gleicher Höhe, einmal auf dem Bündchenstreifen und einmal auf dem Druckknopfbügel. Jetzt kommt meine Druckknopfzange. Ich lege mir ein Knöpfchen ein. Auf die untere Partie kommt immer das Knöpfchen mit dem Nupsi. Und jetzt versuche ich direkt auf meine angemarkerte Stelle den Druckknopf zu setzen. Einmal festdrücken. Jetzt kommt die andere Seite. Jetzt ist der erste innere Druckknopf schon fertig und kann geschlossen werden. Jetzt klappe ich mir das Vorderteil darüber und markiere mir die Punkte für die äußeren Druckknöpfe an. Und zwar hier. Das kannst du ein bisschen nach Geschmack machen. Man kann auch mehrere Knöpfe verwenden. Mir reichen hier auf der Außenseite zwei Knöpfe. Dazu kommt noch der Punkt auf das untere Teil, direkt darunter. Den Stoff hier vorne möchte ich mir für die Druckknöpfe ein bisschen von unten verstärken. Darum bügele ich von unten einen Vlies, also eine Flieseline, das ist ein aufbügelbares, festigendes Vlies. Oder ein Stück Fliesofix, was ich mit Jersey oder Sweat gebügelt habe, einfach unter diese Druckknöpfe. Dazu schneide ich mir zwei Stücke aus. Und bügel diese gleich direkt auf diese Punkte, an denen der untere Druckknopf sitzen wird. Ich habe jetzt auf die Rückseite das Fliesofix an die Punkte für die Druckknöpfe gebügelt und appliziere jetzt auf die Vorderseite die Druckknöpfe. Jetzt appliziere ich hier wieder die Druckknöpfe auf die Flieseline, die ich eben aufgebügelt habe. Hier ist es wieder so, dass der Druckknopf mit dem kleinen Nupsi auf dem unteren Teil liegt. Hier sind jetzt unsere Druckknöpfe von außen. Können wir schließen. So, fertig ist unser Wickeljäckchen. Ja, ich hoffe, euch hat unser kleines Nähvideo gefallen und ab jetzt kauft ihr keine Wickeljäckchen mehr, sondern näht sie euch selber. Abonniert doch einfach unseren Kanal. In Zukunft werden wir noch ganz viele weitere Nähvideos für euch drehen.